halten, je nach Wetterlage, Valentinstag. Ich freue mich, dass das Wetter so schön mitmacht und die Sonne scheint. Ich sehe, dass es euch richtig viel Spaß gemacht hat und wir haben ja nachher noch mehr Tanz. Ich möchte jetzt gern aufmerksam machen auf die Spendendosen, die hier auf der Seite und drüben am Bühnenrand stehen und die es aber auch da drüben am Infotisch gibt. Jetzt fällt mir mein Manuskript wieder auseinander. Eine Veranstaltung wie die heute kostet Geld. Die Bühne muss aufgebaut werden. Die Techniker, die heute früh dankenswerterweise in aller Herrgottsfrüh die Arbeit übernommen haben, die Bühne aufzubauen, denen, die hier aktiv auf der Bühne was machen, ein Dach über dem Kopf zu bieten und eine gute Beleuchtung und einen guten Ton zu verschaffen, die müssen bezahlt werden. Die Luftballons, die ihr hier seht, die müssen bezahlt werden, die Flyer, die wir im Vorfeld gedruckt haben und auch die Veranstaltungsanmeldung bei den Behörden, alles das kostet Geld. Dankenswerterweise gibt es Leute, die bereit sind, einen Teil dieser Kosten für uns zu übernehmen, aber die Kundgebung ist längst noch nicht bezahlt. Wenn ihr alle, jede und jeder von euch, einen kleinen finanziellen Beitrag leistet, zum Gelingen dieses tollen Tags, jede und jeder nach dem, was er kann und was er möchte, dann sind wir nach der Veranstaltung zumindest eine Sorge los. Vielen Dank jetzt schon für eure Großzügigkeit. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Deutschland ist ein Land, von dem man eigentlich glauben sollte, dass es durch seine Geschichte im Positiven wie im Negativen gelernt hat, wie wichtig Gleichberechtigung für alle Menschen ist. Dass es ein Land ist, das eigentlich gelernt haben sollte, dass Gewalt niemals und für gar nichts eine Lösung ist. Und dennoch sind Frauen in Deutschland tagtäglich sexueller und nicht sexueller Gewalt, Übergriffen physischer und psychischer Art ausgesetzt. Wir haben allen Grund, vor unserer eigenen Haustür zu kehren, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dass die gesellschaftliche Realität in 2015 immer noch von Gewalt an Frauen und Kindern geprägt ist, das zeigt die Notwendigkeit von Frauenhäusern oder Einrichtungen wie dem Frauenberatungs- und Therapiezentrum Stuttgart. Ich bitte jetzt Katharina Binder zu mir auf die Bühne, die uns von ihrer Arbeit dort berichten wird. Herzlich willkommen, Katharina Binder.